Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, falls Sie sich jetzt wundern, wieso ich hier stehe und nicht die Rektorin der Uni Leipzig, dann darf ich zumindest darauf hinweisen, dass wir einvernehmlich uns heute geeinigt haben. Ich mache den Anfang und Frau Professor Schücking macht das Ende. Ich darf Sie herzlich begrüßen zum heutigen fünften Donnerstagsdiskurs, eine Initiative, die wir als Vertreter der Leipziger Hochschulen vor ziemlich genau einem Jahr ins Leben gerufen haben. Und wir haben uns in diesem letzten Jahr mit jeweils anstehenden aktuellen Themen, die uns als Hochschulen beschäftigt haben, die aber, denke ich, auch die Stadt Leipzig, die Bürger der Stadt Leipzig beschäftigt haben und eben auch die Regionen und Sachsen beschäftigt haben. Wir haben dann je nachdem auch immer Gäste eingeladen. Wir hatten Vertreter der Hochschulen im Podium, aber wir hatten beispielsweise auch Vertreter im Podium, die etwas mit Flüchtlingshilfe, Flüchtlingsarbeit, Flüchtlingsprojekten zu tun haben. Wir hatten Vertreter der Wirtschaft schon hier und heute haben wir einmal die verschiedenen Vertreter aus der Politik eingeladen. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle der Einladung gefolgt sind und möchte, bevor ich jetzt das Wort übergebe, nur noch einen besonderen Dank an Frau Professor Schücking richten. Danke, dass wir immer hier sein dürfen, dass das so wunderbar organisiert ist und wir hier einen so geeigneten Rahmen für diese Veranstaltung haben. Und damit wünsche ich uns allen eine interessante Diskussion, einen Diskurs, wie das Thema es ankündigt. Und ich übergebe das Wort an Jessica Bautsch in gewohnter Weise von Mephisto, die uns jetzt durch diesen Abend moderieren wird. Vielen Dank. Danke, Frau Grande. Auch von mir herzlich willkommen zum fünften Donnerstagsdiskurs. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ganz kurz ein paar Worte zum Ablauf. Wir werden hier geschlossen auf dem Podium, wie die letzten Male auch, eine halbe bis dreiviertel Stunde sprechen. Und danach wird sich die Diskussion auch für Ihre Beiträge oder Ihre Fragen sehr gerne öffnen. Ich würde mich freuen. Zuerst freue ich mich aber, die Gäste zu begrüßen. Das ist einmal Frau Prof. Dr. Astrid Lorenz, Inhaberin der Professur Politisches System der Bundesrepublik Deutschland, Politik in Europa am Institut für Politikwissenschaften der Universität Leipzig. Herzlich willkommen. Zu meiner ersten Rechten Herr Holger Mann, Mitglied des Sächsischen Landtages, Sprecher für Hochschule und Wissenschaft, Sprecher für Digitalisierung, Technologie und EU-Förderpolitik der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Zur ersten Linken Herr Oliver Fritzsche, Mitglied des Sächsischen Landtages, Mitglied im Innenausschuss und im Wissenschaftsausschuss von der CDU-Fraktion und Herr Uwe Gaul, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Freistaats Sachsen und langjähriges SPD-Mitglied. Allen herzlich willkommen und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Bei den zurückliegenden Donnerstagsdiskursen sind wir ja immer an Punkte geraten, wo wir nicht mehr weiterkamen mit der Beantwortung von Fragen, weil es einfach politische Fragen waren, die nur aus politischer Perspektive beantwortet werden konnten. Und ich hoffe, dass wir das heute vielleicht ansatzweise schaffen werden, einige Fragen doch aus den letzten Runden zu klären und natürlich auch darüber hinaus noch einige interessante Aspekte zu beleuchten. Und ich würde gerne die erste Frage an Sie, Frau Lorenz, geben. Ein sehr allgemeines, gebe ich zu. Einerseits wird ja gesagt, dass dieser Antrag oder dieser plötzlicher Antrag an Flüchtlinge doch durchaus absehbar war, dass es sich abgezeichnet hat, sagen die einen. Und trotzdem hat die Politik im letzten Jahr relativ überrascht gewirkt, wie jetzt darauf zu reagieren ist. Wie schätzen Sie es denn ein, wie die sächsische Regierung an der Stelle reagiert hat? Ja, im Großen und Ganzen war die Problemlage vielleicht absehbar. Im Großen und Ganzen gab es auch immer Menschen, die gesagt haben, der Sozialismus ist nicht überlebensfähig, aber dass 1989 das so passiert ist, hat niemand vorhergesehen, auch die ärgsten Kritiker nicht. Und so ähnlich würde ich jetzt das Gleichnis aufmachen mit dieser Situation. Natürlich hat man insgesamt gesehen, dass es ein Problem gibt, dass es viele ungelöste Konflikte gibt weltweit und dass das Migrationsströme verursacht, dass es auch
Personen gibt, die unabhängig von Krisensituationen wandern, sich bewegen und versuchen, Grenzen zu überwinden. All das ist seit Jahrzehnten auch bekannt, also da hat sich grundsätzlich jetzt nichts geändert. Und es war auch immer klar, dass es ein Problem gibt, sozusagen mit der Befestigung Europas nach außen. Der Begriff der Festung Europas ist schon lange im Mund von Kritikern. Also das alles ist gar nichts Neues, aber die Verdichtung zu so einer Problemlage, dass plötzlich auch verschiedene europäische Staaten, also wie sie sich verhalten, das war neu und das war so gar nicht absehbar. Und insofern ist es auch gar nicht verwunderlich, dass die Politik überrumpelt war. Und wenn wir mal ein bisschen sozusagen den Horizont erweitern und schauen, was ist in anderen europäischen Staaten passiert, dann sind eben dort auch Politikerinnen und Politiker überrumpelt gewesen. Und es gibt keinen besten Weg in Europa, wenn wir uns anschauen, was passiert. Also jetzt nicht mal nur normativ, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, sondern ganz offensichtlich sind alle überfordert mit der Situation. Und wenn man in diesem Rahmen schaut, dann relativiert sich einiges, was man an Kritik vorbringen kann, an zum Beispiel der Landesregierung oder an einzelnen Kommunen, weil alle mit dem gleichen Problem offenbar irgendwie ganz schön zu schaffen haben. Bevor ich die nächste Frage stelle, wie gesagt, in einer halben bis dreiviertel Stunde darf hier jeder sagen und fragen, was er möchte. Bis dahin wäre es nett, wenn man sich gerade mit solchen Einwürfen etwas zurückhält, das fände ich großartig. Ich würde gerne als nächstes gleich zum Asylverfahren kommen. Alle wünschen sich ja jetzt nach diesem letzten Jahr, es soll schneller ablaufen. Vielleicht besonders an die Herren die Frage, gibt es da Pläne, konkrete Vorschläge, wie das schneller laufen soll? Dann versuche ich es mal, auch wenn ich nicht der Innenpolitiker unter uns beiden bin oder im Innenausschuss sitze. Also ich glaube, die Aussage, schneller werden wir halten können, schon allein weil, wenn ich jetzt mal anknüpfe an die Überforderung, es natürlich so war, dass die Verwaltung in den Bundesländern, die für die Erstaufnahme zuständig sind, tatsächlich überfordert war. Überfordert war im Vergleich zum Vorjahr mit dem Faktor 10-mal so viele Flüchtlinge nach Sachsen kamen, circa. Und dementsprechend weder die Mitarbeiter dafür da waren, noch, und das ist ja auch mehrfach in der Kritik gewesen, die Verwaltungssysteme. Also Beispiel, die tragen an drei verschiedenen Stellen ihre Akten immer noch händisch durch die Gegend. Wir wissen jetzt, dass die also Herr Weise dafür Sorge tragen soll, dass das zukünftig auch schneller geht über digitale Verknüpfung der Datensysteme. Wir haben im Land, aber das wäre wirklich auch durchaus deine Rolle, glaube ich, auch abseits der normalen Haushaltsverfahren relativ schnell reagiert und zumindest als Parlament den Weg freigemacht, dass es zusätzliche also Stellen gibt in der Landesdirektion, und jeder, der in Sachsen länger zu Hause ist, weiß, dass das A, nicht einfach ist, neue Stellen zu beschließen und durchzusetzen, und zum Zweiten, dass das auch dringend nötig war, nachdem man hier über 10 Jahre eine Dekade von Stellenabbau eigentlich im gesamten Feld hat. Also das ist vielleicht nochmal ein Faktor, der es zusätzlich schwierig gemacht hat. Die Verwaltung war hier immer unter dem Dogma schlanker Staat sehr, sehr eng gehandhabt, und wenn dann zusätzliche Belastungen herauskommen, unerwartete, auf ein System, was ohnehin schon sehr schmal aufgestellt ist, dann hat man natürlich keine Reserven, damit umzugehen. Aber da hat zumindest die Politik an vielen Stellen inzwischen umgelenkt. Aber die Leute, selbst wenn wir die im Parlament beschließen, die müssen per Ausschreibung eingestellt werden, die müssen eingearbeitet werden und die brauchen auch einen Arbeitsplatz. Also das klingt jetzt lapidar, aber natürlich ist es so, dass es nicht bis morgen geht. Aber im nächsten Jahr bin ich mir sicher, dass die Verfahren wegkommen von dem durchschnittlichen Laufzeit, wo sie durchschnittlich wohlgemerkt derzeit wohl bei 9 Monaten sind, eher in die Richtung 6 bis 3 Monate. Verstehen Sie die Frage jetzt nicht falsch, aber dass Akten und Dokumente sozusagen noch manuell rumgetragen wurden und es keine digitalisierte Form gab, sich da auszutauschen, das kann man gar nicht so fassen als Bürger. Wie konnte das, also alle digitalisieren sich doch, wie konnte es denn da gerade in der Landesregierung nicht so weit sein? Ich denke, man muss sich an dieser Stelle auch die Situation noch mal ein bisschen verdeutlichen, dass wir also wirklich mit einem enormen Anstieg der Flüchtlingszahlen konfrontiert wurden und auch aus Sicht des Landes natürlich erstmal die erste Unterbringung der Geflüchteten also in der geregelt werden musste in einem ersten Schritt. Und dann war man natürlich auch relativ schnell bei dem Punkt, dass auch die Verfahren beschleunigt werden sollen. Allerdings muss man auch beim Verfahren natürlich immer sagen, dass jedes Verfahren auch
für sich genommen natürlich rechtssicher bis zu einem Ende geführt werden soll. Das setzt dann auch der Schnelligkeit an bestimmten Punkten auch gewisse Grenzen. Viele von Ihnen hier werden dann auch die Debatten verfolgt haben, die sich um das Thema Verfahrensbeschleunigung herumgruppieren. Das sind eben die Debatten zum Thema sichere Herkunftsstaaten. Das sind Debatten zum Thema, wer hat Bleibeperspektive. Das sind aber auch Debatten zum Thema der Entscheidungsfindung. Sie haben ja beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die dann eben für den Entscheidungsprozess zuständig sind, auch sogenannte Entscheider, die dort arbeiten. Das ist also eine auch komplexe Tätigkeit. Und dann ist immer auch die Frage, was sie von den Leuten auch abverlangen können. Sie müssen auch neue Leute finden, die einstellen. Das müssen im besten Falle Leute auch mit Verwaltungserfahrung sein, die aber eben auch darin geschult sind, Bescheide zu verfassen, die auch einer rechtlichen Überprüfung dann jederzeit standhalten. Sie haben es gerade gesagt, Entscheider, das soll ja auch den Entscheidern, das sind also die, die darüber entscheiden, ob jemand bleiben kann oder was für einen Asylstatus er bekommt, die sollen es leichter haben, steht in einem Arbeitspapier der CDU. Soll das heißen, dass da auch die verschiedenen und relativ unübersichtlichen Asylstufen, die es sozusagen gibt, abgebaut werden sollen oder vereinfacht werden sollen? Also ich in Bezug auf den Status der Flüchtlinge, also ob es sich jetzt um politisch Verfolgte und dann praktisch im normalen Asylverfahren oder Befindliche oder um Kriegsflüchtlinge handelt, da soll also keine weitere diese Unterscheidung wird man so fortführen, weil das dann auch da hinten dran Fragen hängen, wie lange dann Leute letztlich auch in Deutschland oder dann ganz konkret im Freistaat Sachsen bleiben werden. Dabei geht es dann vielmehr um die Frage, ob Verfahren dadurch verkürzt werden können, dass eben sichere Herkunftsstaaten diese Verfahren schneller bewältigt werden können. Auf der anderen Seite, dass gegenüber dieser sicheren Herkunftsstaaten sind dann eben immer auch die Fragen derer mit einer guten Bleibeperspektive, Beispiel Syrien, auch diese Verfahren kann man ja schneller bearbeiten. Ich möchte gerne noch mal eine Frage aus der letzten Diskussionsrunde hochholen, die nicht beantwortet werden konnte. Das war die Frage, dass das Taschengeld durch Sachleistungen ersetzt werden sollte. Soweit ich weiß, ist das nicht so richtig passiert bis jetzt. Woran hakt es? Oder soll es jetzt doch nicht passieren? Also wenn ich das jetzt politisch beantworten darf, ich bin kein großer Freund der Idee oder nur bis zu einem begrenzten Punkt. Und zwar aus einem schlichten oder zwei ganz einfachen Gründen. Ein, das kann man politisch ganz unterschiedlich sehen, wie menschenwürdig, wie human das ist, wie sinnvoll, ist der zweite Punkt. Weil wenn wir auf Sachleistungsprinzip umstellen, in mindestens den Erstaufnahmeeinrichtungen, definitiv in der dezentralen Unterbringung, die Leute natürlich unglaubliche Verwaltungskosten dafür produzieren, dass wir dort Sachleistungen hinbringen. Bei der Ausgabe braucht man Arbeitskräfte bei der Kontrolle dieses Systems. Halte ich heutzutage für absoluten Quatsch. Das zweite ist die Frage, wir begrüßen den Grundgedanken dann, wenn man darunter versteht, ein Stück weit Dienstleistungen zu organisieren, die sinnvoll sind. Zum Beispiel wird ja Flüchtlingen häufig vorgeworfen, dass sie überdurchschnittlich kriminell sind. Ein nicht unbeträchtlicher Teil dieser statistischen Kriminalität geht auf Schwarzfahren zurück, weil das offensichtlich in verschiedenen Ländern kulturell normal ist. In Deutschland ist es nun mal nicht normal und damit handelt man sich schnell das erste Verfahren ein. Wenn die Idee jetzt ist, für einen Betrag dieses Taschengeldes eine Monatsfahrkarte zu organisieren, halten wir das wiederum sowohl für berechtigt wie auch einen berechtigten Kostenanteil, den man dann beisteuert und der natürlich auch sowohl zur Mobilität als auch Teilnahme zum Beispiel am kulturellen oder gesellschaftlichen Leben beiträgt. Bei der Idee wären wir definitiv dabei. Alles andere wird gerade sowohl noch politisch diskutiert, als auch, wenn denn diese Idee umgesetzt werden soll, brauchen wir auch die Partner. Die Politik macht es nicht allein. Wir haben Verkehrsverbände, wir haben Anbieter, Dienstleister, die das wiederum durchrechnen und für sich entscheiden, ob das funktioniert. Da kennt ja der Sture über das Semesterticket. Insofern geht eben nicht ganz so schnell. Dann kommen wir mal zu den Sprachkursen, die ist ja auch, da sind sich alle einig, dass die Sprache der essentielle Weg sein wird, um die Integration erfolgreich umzusetzen. Soll es mehr Sprachkurse geben? Gibt es da Pläne, wie das umgesetzt werden kann? Gerne in die Runde. Ich meine,
Eins ist auf jeden Fall klar, Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Und Integration wird das beherrschende Thema sein, nachdem wir jetzt in der Tat, das haben wir eben angesprochen, mit der Erstaufnahmesituation konfrontiert waren und wo sich viele Dinge jetzt auch deutlich besser gefunden haben, das muss man auch an der Stelle mal sagen, wird Sprache sicherlich eine der zentralen Fragen sein. Es gibt unterschiedliche Anbieter, sage ich mal, und Möglichkeiten, diese Sprachkurse zu machen. Einmal ist es die Arbeitsagentur, die da sehr stark ist. In Analogie dazu wird das Ministerium für Integration und Gleichstellung oder der Geschäftsbereich eine Förderrichtlinie auf dem Weg. Auch das muss ja alles, wie man Geld dann sozusagen auch in Fluss bringt, auch vorbereitet werden und all das ist geschehen. Und es geht darum, dass jeder, der hier eine Bleibeperspektive hat, auch die Sprache erlernt und dass wir dafür Grundlagen schaffen. Und insofern wird das sicherlich massiv ausgebaut werden. Es wird auch im universitären Kontext, für den ich ja sprechen würde, sind wir dabei, dort deutlich was nach vorne zu bringen, damit Studierwillige auch die Sprachgrundlagen haben. Es wird im Bereich DATS, also die Ausbildung, im Bereich der Lehrerausbildung eine Stärkung geben. In allen Segmenten wird Sprache eine Rolle spielen und in allen Segmenten wird da deutlich was nach vorne gebracht werden. Da bin ich ganz sicher und zeitnah, also jetzt nicht zeitverzögert, weil Sie das eben ansprachen. Naja, wir haben ja auch Herrn Altmaier vom Herder-Institut hier in Leipzig, der sich sehr engagiert hat in den letzten Monaten, hat DATS-Kurse gegründet, hat Unterricht geboten, auch mit seinen Studenten. Aber er hat in den letzten Diskussionen auch immer gemahnt, dass die Arbeitsbedingungen einfach wirklich nicht in Ordnung sind für die Lehrkräfte, für die DATS-Absolventen. Er sprach davon, Zitat, prekären Arbeitsverhältnissen mit bescheidenen Honoraren. Wird sich das denn auch ändern oder werden die dann... Mit Richtlinien werden auch bestimmte Vorgaben gemacht und es ist ja auch gar kein besteht kein Zweifel daran, dass wir uns überhaupt nicht für prekäre Arbeitsverhältnisse einsetzen. Das tun wir in anderen Segmenten ja auch nicht und insofern sprechen wir uns auch an der Stelle nicht dafür aus. Also die Richtlinie schafft sozusagen eine Grundlage und in anderen Segmenten ist es auch so, dass es natürlich finanziert werden soll. Auf der anderen Seite auch das und das schätzen wir sehr wert, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Wir sind hier in einer Universität, wir haben vor einigen Wochen eine Dankesparty für Studierende gemacht, die sich in dem Bereich engagiert haben, um erstmal direkt den hier Ankommenden im Rahmen der Willkommenskultur dann auch sozusagen beizustehen und auch mit sprachlichen Angeboten beizustehen. Ehrlich gesagt begrüßen wir das auch. So, und das ist auch gut, wenn sich Gesellschaft engagiert, aber auf der anderen Seite für prekäre Beschäftigungsverhältnisse stehen wir nicht. Also vielleicht als kleine Ergänzung, wir hatten ja das Gespräch unter anderem beim Besuch der Staatsministerin für Integration und Gleichstellung bei Professor Fitzel und auch der Kanzlerin der Universität, da hat er kurz darauf Bezug genommen und uns auch zugesagt, dass es da ein Konzept geben soll. Ich habe es noch nicht gesehen, ist glaube ich auch hier noch nicht angekommen als kleiner Hinweis, aber natürlich, wenn die SPD sagt, der Weg muss sein, Integration so früh als möglich, da will ich auch darauf hinweisen, das ist umstritten. Je nach Status der zu uns kommenden und Asylsuchenden ist es eben nicht so, dass sie automatisch ein Anrecht auf Sprachkurse haben. Aber wir haben eben versucht, mit den Mitteln, die zur Verfügung standen, bei Staatsministerin Köpping zum Beispiel über Förderung des Ehrenamts im niedrigsten Level des Spracherwerbs, ehrenamtliche Betreuungskurse Spracherwerb. Auf einem anderen Level gibt es jetzt bald diese Richtlinie, Förderrichtlinie Sprache, für die, wo es eben keinen Anerkennungsstatus gibt oder noch keinen Status gibt. Und der Bund wiederum ist zuständig für den eigentlichen Sprachunterricht, den dann vor Ort teilweise die Volkshochschulen oder andere Anbieter eben absichern. Und auf all diesen Niveaus wird jetzt tatsächlich massiverweise werden Angebote ausgebaut. Ein kleiner Hinweis, war ja gerade schon die Arbeitsagentur im Gespräch, weil eben auch geklärt werden muss, wer darf es machen und wer gibt das Geld dafür, war das lange Zeit umstritten. Die Bundesagentur ist da mit den sozusagen Sozialträgern in Vorleistung gegangen für 2 Monate und in Sachsen ist es gelungen, in kürzester Zeit fast 6.000 Flüchtlinge in Sprachkurse zu bringen, im November und Dezember. Und das zeigt schon, es geht, wenn die bestimmten Ebenen miteinander wollen. Und ich glaube, in diesem Jahr werden wir erleben, dass die Systeme tatsächlich besser ineinander greifen, weil eben sowohl Haushaltsmittel da sind, als auch geklärt ist, wer soll was machen. Fritsche. Kann Ihnen ja vielleicht auch noch ein kleines Beispiel geben. Im Landkreis Leipzig haben wir also über die Volkshochschule beispielsweise sofort angefangen, auch Sprachkurse anzubieten. Ist auch dort sehr gut angenommen worden. Und wenn man, sagen wir mal, da nicht sofort über Integration sprechen will, aus verschiedenen Gründen, weil eben Bleibeperspektive zum Teil ungeklärt ist, dann kann man das immer gut über das Thema soziale Teilhabe begründen. Und die Sprachkurse sind dort also angenommen worden. Natürlich geraten wir dort jetzt an den Punkt,
wo uns aber eben dann auch Vertreter der Wirtschaft sagen, auch ziemlich deutlich sagen, dass sie natürlich ein anderes Sprach- oder ein relativ hohes Sprachniveau am Ende einfach auch benötigen. Und da ist es sicher in der Zukunft, und das wurde auch schon erwähnt, gerade über die Bundesagentur nötig, dann dort entsprechende Kurse auch einzuwerben, weil das dann wirklich extrem umfangreiche Dinge sind. Vieles, was sich jetzt am Anfang bewegt, kann, denke ich, dort auch mit noch einem überschaubaren Mittelansatz erstmal bewältigt werden, was das Ankommen und dann auch das Bewegen im Umfeld doch sehr erleichtert, kann dort einfach gemacht werden. Und wie gesagt, im Landkreis Leipzig gibt es da wirklich ein modellhaftes Beispiel über die Volkshochschulen. Herr Goll, weil Sie es gerade angesprochen hatten, diese Dankesparty für die Engagierten, da war ja auch unser Stura eingeladen und der hat es hier dankend abgelehnt auch. Weil die Meinung bestand, dass es doch schöner wäre, wenn die Regierung sich da auch aktiv mehr beteiligt und sich nicht nur auf Freiwillige stützt an der Stelle. Das tun wir so nicht. Sagen wir mal ganz ehrlich, wir stützen uns nicht nur auf Ehrenamt, aber auf der anderen Seite, jetzt ist ja schön, dass wir das dann auch nochmal an der Stelle ansprechen können. Also ich persönlich auf jeden Fall fand es sehr beeindruckend, was an den Hochschulen, und das war nicht nur hier in Leipzig, das war in Dresden, das war in Chemnitz, das war in Zwickau, das war überall, dass Studenten direkt gehandelt haben. Die Konfrontation mit der Thematik war ja über die Nutzung der Turnhallen, sagen wir mal so, und auch direkt angepackt haben. Ich finde schon, dass es richtig ist, dafür Danke zu sagen, weil es nicht selbstverständlich ist. Und die Frage bei uns, die uns bewegt hat in unserem Haus, war, wie können wir das transportieren? Und da kann man immer schöne Reden halten und sagen, und dann haben wir geguckt, an welchen Stellen haben wir Ansatzpunkte, und diese Party war nur ein Ansatzpunkt. Sie wissen, dass die Ministerin im gleichen Zusammenhang, oder vielleicht wissen Sie es, dass die Ministerin auch darauf hingewiesen hat, dass sie es begrüßen würde, wenn Wertschätzung auch über Anerkennung durch Praktika, Credit Points, dass sie die Hochschulen gebeten hat, das fällt ja in den Aufgabenbereich der Hochschulen, das zu prüfen, was möglich ist. Aber ich finde einen Moment des Dankesagens absolut angemessen, und insofern stehe ich auch zu dieser Idee. Das ist aber nur ein Aspekt, und es ist nicht so, dass die Landesregierung sagt, jetzt sagen wir Danke und der Rest läuft dann schon von allein, sondern es ist eine Facette, und die finde ich persönlich richtig. Herr Mann, Sie wollten noch was hinzufügen. Ich wollte noch was ergänzen. Also den einen Dank, ich glaube, das teilen wir alle, egal ob jetzt hier Regierungsseite oder Opposition, den Dank an die vielen Ehrenamtlichen in Sachsen, und das ist keine Plattitüde. Das meine ich genau so. Es ist eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft auch durch Leipzig geschwappt, die viel zu wenig wahrgenommen wird, auch in den Medien. Ich habe heute den Oberbürgermeister gerade eben beim Jahresempfang des DGB gehört, der sagte, 8000 Menschen in Leipzig haben sich in den Erstaufnahmeeinrichtungen und anderweitig über den Flüchtlingsrat mit dem Patenschaftsprogramm engagiert, und das ist einfach mal Wahnsinn. Und ich glaube, das ist wichtig auch zu sagen, diesen Dank, und deswegen habe ich mich auch ein bisschen geärgert über diese Pressemitteilung des Sturas, weil es eben nicht normal ist und weil diese Anerkennung auch ausgedrückt werden muss. Dass es aber nicht nur Symbolpolitik ist, will ich noch mal ein paar Beispiele geben. Wir haben in Sachsen eine Richtlinie, nennt sich Wir für Sachsen. Da kann man für Ehrenamtliche im Monat 40, jetzt 50 Euro beantragen, als kleine Aufwandsentschädigung. Stura Dresden hat das zum Beispiel beantragt und gibt das an seine ehrenamtlichen Helfer im Flüchtlingsbereich aus. Stura Leipzig hat das nicht beantragt. Das ist auch eine Chance. Man kann hier grundsätzlich sein politisch. Ich würde aber raten, lasst uns diese politische Diskussion lieber direkt, gern auch hart führen, aber nutzt alle Möglichkeiten, Hilfsangebote, die es gibt. Der Bund ist gerade dabei, eine Förderrichtlinie auf den Weg zu bringen für die Bezahlung von studentischen Hilfskräften in diesem Feld. Auch dort wird es keine prekäre Entlohnung geben, das ist eine Möglichkeit. Da können wir natürlich auch wiederum darüber diskutieren, ob das originäre, richtige Arbeitsverhältnisse sein müssen. Aber auch da wissen wir, dass die Ebenen eben nicht so einfach ineinander spielen und dass für die Personal an Hochschulen eigentlich das Land zuständig ist. Da könnten sich jetzt auch einige hinsetzen und wieder sagen, nee, wollen wir nicht, wir wollen das Idealsystem. Ich glaube aber, dass wir in der Situation, wie wir sind, die eine außergewöhnliche ist, eben nicht darauf warten können, dass alles hundertprozentig funktioniert. Das hat es noch nie, sondern dass da genau diese Kraft einer Gesellschaft gebraucht wird. Und wenn wir die von der Politik mit Mitteln, auch mit einfachen Mitteln unterstützen können und das dazu führt, dass sich Menschen begegnen, die sich früher nie begegnet wären, dann ist das an sich was Gutes. Und da bitte ich darum, das auch mit allem Nachdruck zu befördern und zu unterstützen, weil wir werden diese gesellschaftlichen Kräfte noch brauchen. Frau Lorenz, wie schätzen Sie das denn ein? Hat sich da die Politik mehr auf den freiwilligen Helfern ausgeruht, oder war das einfach ein ganz starker Akt der Zivilgesellschaft, sich da zu beteiligen?
Na, wir sind ja beides, wir sehen extreme staatliche Anstrengungen, wir haben jetzt hier vieles gehört auf dem Podium und wir sehen extreme gesellschaftliche Anstrengungen, also beides ist gleichzeitig erfolgt und ohne gesellschaftliches Zutun, ohne Engagement, natürlich hätte es viel schlimmer ausgesehen, aber ich finde, sowas kann man auch von einer Gesellschaft erwarten, also man kann nicht immer alles auf den Staat schieben, der Staat ist nicht dazu da, alles zu regeln, er muss die wichtigen Dinge regeln und wir brauchen jetzt viele Maßnahmen auch verschiedener Art, aber die Gesellschaft bildet den Staat. Von der Gesellschaft geht die Demokratie aus und die Gesellschaft muss alles tragen und auch sich auch beteiligen. Insofern finde ich das auch eine Selbstverständlichkeit. Im Kleinen macht man das ja auch. Also wenn es eine Notlage gibt in der Nachbarschaft, dann hilft man ja auch und so weiter. Also es ist auch logisch, dass man sich als Bürger oder Bürgerin da eigentlich sozusagen irgendwie beteiligen sollte, auf die eine oder andere Weise. Nicht jeder muss da jetzt Kisten packen oder irgendwas sortieren oder so. Jeder kann auf seine Weise einen Beitrag leisten und das kann auch manchmal sein, nur Steuern zahlen und im Bekanntenkreis einfach mal, wenn irgendwelche populistischen oder rechten Sprüche kommen, mal einfach was zu sagen dagegen. Das ist auch schon ein Beitrag zum sozialen Frieden. Ja. Ich komme zum ganz anderen Punkt an der Stelle und zwar wollte ich nochmal über den Hochschulzugang sprechen. Darüber hatten wir auch in den vergangenen Diskussionen gesprochen, dass wie und ob und ab wann Geflüchtete studieren dürfen, wann dürfen sie Gasthörer sein. Es gab das Angebot zu, ich weiß von der Uni Leipzig zumindest, dass hier auch Flüchtlinge studieren dürfen. Es gab noch nicht so viele Interessierte zu diesem Zeitpunkt. Die Prognose war aber, da kommen noch mehr auf jeden Fall. Wie sieht es denn gerade aus, Herr Gaul? Können Sie dazu was sagen? Aktuell haben wir geringe Zahlen, um die 50. Das ist jetzt noch nicht so eine große Welle, aber in anderen Ländern, wir tauschen uns ja auch mit anderen Ländern aus, weil die Thematik ist ja überall dann gleich, in anderen Ländern ist es deutlich mehr. Insofern ist die Annahme, dass das ansteigend sein wird, ist sicherlich richtig. So. Man muss beim Studienzugang natürlich sehen, erstens, wie ist der aktuelle Status der Studierwilligen, das ist eine Frage. Zweitens, wir müssen ja auch, schnitten Sie ja eben schon an, auch was die Einheimischen anbelangt, dass wir gucken, so ein Gleichwertigkeitsprinzip beizubehalten. Also insofern die Hochschulzulassung ist natürlich eine Frage, wie wir die sozusagen abbilden können. Wenn jemand die Dokumente dabei hat, ist es sozusagen eine leichte Sache. Flüchtlinge sind natürlich mit einer Situation konfrontiert, wo man nicht alle Dokumente mitbekommt. Und da muss man dann gucken, dass man das prüft. Da ist einmal die Universität gefragt, wenn ich gar keine Unterlagen habe. Aber es gibt auch teilanerkennungsfähige Unterlagen, dass man zum Beispiel eine Immatrikulationsbescheinigung aus dem Herkunftsland oder solche Sachen. Also der Zugang ist dann unterschiedlich, aber gleichzeitig muss es auf jeden Fall auch eine Prüfung geben, ob jemand die Hochschulzulassung bekommen kann. Es steht auch auf der Homepage des SMWK, genau, da steht, wenn ein Flüchtling aufgrund der Fluchtumstände gar keine Zeugnisse mehr vorlegen kann, können die Hochschulen durch fachliche Prüfung die Plausibilität der vorgetragenen Bildungsbiografie bewerten. Das klingt total interessant. Wie macht man das denn, diese Bildungsbiografie bewerten? Naja, vom Prinzip geht es natürlich dann, also wenn man jetzt gar keine Dokumente hat, was natürlich sein kann, wenn man flieht, ist es natürlich, dass man versucht, in Gesprächen rauszubekommen, hat jemand studiert, hat er die Grundlagen, ist das sozusagen im Herkunftsland anerkannt gewesen, was er gemacht hat und was bringt er vom Prinzip mit. Aber eine Schlüsselfrage bleibt auch an der Stelle Sprache, um das nur ganz kurz zu sagen, das gehört zur Zulassung dazu und insofern muss auch das als Basisvoraussetzung geschaffen werden. Auch für den Arbeitsmarkt geht es ja um Nachweise. Wie wird das da gehandhabt? Wie werden da Dokumente nachgewiesen? Gibt es da auch so eine Gesprächsprüfung sozusagen, wenn es gar keine Dokumente mehr gibt? Jetzt ehrlich gesagt, Herr Mann meldet sich das. Oder Herr Fritsche? Also bisher gibt es da tatsächlich nur ein Regelsystem und das ist schon, ich sag mal, überschaubar effizient, nämlich die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen, schlicht und ergreifend, weil die Welt A, sehr bunt und die Menschen inzwischen tatsächlich sehr beweglich sind. Da wird bei den Bearbeitern aufgestockt. Das andere ist, dass wir versuchen, die Arbeitsmarkt, insbesondere die Ausbildungsintegration in den Regelsystemen zu organisieren. Und die Staatsregierung gerade dabei ist, eine Förderung aufzulegen, die Träger fördert, die Migranten sozusagen an die Hand nimmt und im Zweifelsfall von den Behördengängen bis zum Ausbildungsbetrieb bringt.
Das ist derzeit die Grundüberlegung bei der Staatsregierung. Ich hoffe, das kommt bald auf die Reise, weil wir haben zum einen natürlich einen nicht unbeträchtlichen Bedarf, gerade im Handwerk. Und zum anderen sagen wir, der beste Weg, die Integration zu organisieren, ist über Arbeit, wenn sozusagen aus Deutschen und Flüchtlingen oder Fremden Kollegen wären. Das wäre ganz fantastisch. Und deswegen hoffen wir, dass wir hier bald vorankommen. Wir hatten ja auch das letzte Mal Herrn Lux von der Handwerkskammer sitzen. Der hatte schon Anfang des letzten Jahres so eine hübsche Idee gehabt, dass das Arbeitskontakt überhaupt erstmal, um festzustellen, ob man sich für etwas interessiert, und Spracherwerb zusammengehen könnte als ganz zentrales Projekt sozusagen, fanden alle schön. Es gab nur kein Geld. Wird sowas denn auch finanziert eventuell? Die Frage ist auch inzwischen schon mehrfach bei uns angekommen. Die Handwerkskammer hat zum Beispiel ein Berufsbildungszentrum, was deutlich unausgelastet ist. Ich persönlich hätte das gut gefunden, meine Ministerin auch, aber hier hat man sich nicht einigen können. An der Stelle muss man auch sagen, das sollte man auch wissen, das ist eben zum Teil auch ein Markt sowohl für Spracherwerb und Sprachbildung als auch ein Ausbildungsmarkt oder ich sage mal ein Weiterbildungsmarkt. Und hier konkurrieren verschiedene Träger und an der Stelle hat die Politik sich dann entschieden, nicht noch in diesem Bereich das zu organisieren, sondern wirklich über die Arbeitsagentur. Das wird nicht heißen, dass die Handwerkskammer und ihre Bildungsträger da überhaupt nicht berücksichtigt werden, aber das ist derzeit der Status. Aber schauen wir mal. Ja, Bedarf ist, glaube ich, noch da. Ja, dieser positive Aspekt dieser Zeit, die wir gerade haben für die Wirtschaft, ist ja immer ein ganz starkes Argument dafür, dass wir jetzt den Fachkräftemangel beheben können und dergleichen. Und da steht in dem Positionspapier, in dem letzten der CDU, Zuwanderung muss auf Grundlage ganz konkreter Nachfrage an Arbeitskräften erfolgen. Wie kann ich denn das verstehen? Ist das so, wir picken uns die Rosinen raus oder wie ist das gemeint? Ja, im Moment haben wir es ja mit einer relativ ungesteuerten Migrationsbewegung zu tun. Und auch damit muss man umgehen und damit gehen wir auch um und versuchen das. Und auch dort wird man natürlich Angebote unterbreiten, die sich eben, die besonders eben das Thema Qualifizierung eben für unterschiedliche Ebenen im Blick haben. Aber wenn ich jetzt eben auch noch für unseren Arbeitsmarkt eine gezielte Zuwanderung organisieren will, dann ist es in meinen Augen relativ logisch, dass ich das auch an bestimmten Erfordernissen unseres Arbeitsmarktes ausrichte. Denn wir haben ja heute, und das ist rechtliche Realität, auch immer noch die Vorrangprüfung. Da wird aktuell darüber diskutiert, ob man das nicht mal ein Stück zurücknimmt und zumindest für ein oder zwei Jahre aussetzt. Also Vorrangprüfung heißt, ob tatsächlich Bedarf ist und es niemanden vom heimischen Markt gibt, der diesen Job ausüben könnte. Und da kann man natürlich diskutieren, ob man das in diesen Zeiten mal ein Stück zurückstellt, um eben Flüchtlingen auch relativ zeitnah eine Integration oder einen ersten Schritt in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Mit dem Arbeitsmarkt ist das eben auch so eine Sache. Natürlich haben wir auch Bedarf, aber der ist eben auch regional durchaus unterschiedlich und auch natürlich die Erwartungen der Flüchtlinge und Asylbewerber, in welchen Regionen sie denn dann einmal heimisch werden sollen, die müssen ja in dem ganzen System auch noch eine Beachtung finden. Ansonsten sind wir nämlich relativ schnell bei einer sehr intensiven Diskussion zum Thema Residenzpflicht oder auch, man müsste ja dann eher sogar von einer Wohnortpflicht sprechen. Und das ist also auch politisch eine hochbrisante Diskussion und da wäre ich über einen Ausgang sehr gespannt. Diese Diskussion wird kommen, davon bin ich auch überzeugt. Frau Lorenz, Sie sagen, die wird kommen? Ja, sie ist ja schon im Gange, aber sie wird noch massiv auf uns zukommen, weil es ja auch um Grundrechte geht und die Frage geht, haben wir abgestufte Grundrechte für Flüchtlinge, Asylbewerber, sozusagen Bürgerinnen und Bürger mit deutscher Staatsangehörigkeit und so weiter. Wie lange darf der Staat für die Residenz vorgeben, also den Ort, den Wohnort und Ähnliches? Da werden wir wieder eine starke Abwägung haben von normativen Überzeugungen und dem, was praktisch notwendig ist. Und da wird wahrscheinlich die eine oder andere unliebsame Entscheidung fallen bei allen Beteiligten. Also bei allen Parteien, die jetzt mit dieser Politik, mit politischen Entscheidungen beschäftigt sind, also ob es die Grünen sind auf der kommunalen Ebene oder ob es Union und SPD sind, werden unliebsame Entscheidungen nötig sein. Und das,
daran sehen wir, dass es die optimale und ideale Politik auch nicht gibt. Alle müssen jetzt einfach auch mal praktische Entscheidungen treffen und es ist logisch, dass die dann auch auf Kritik stoßen werden. Aber wenn wir uns anschauen, über die Ländergrenzen hinweg, also Bundesländergrenzen hinweg, über die kommunalen Grenzen hinweg und in Europa, sehen wir aber eben, das ist der Gedanke von vorhin auch, dass alle diese Probleme haben. Ja, das heißt, Kritik bringt immer voran, es ist notwendig, die Kritik vorzubringen, aber niemand in ganz Europa hat ein Idealrezept in der Tasche gehabt, zieht es jetzt raus und kann es umsetzen. Und die Lage ist permanent im Fluss. Wir wissen gar nicht, was in Europa die anderen Staaten machen. Wir wissen nicht, was außereuropäisch passiert. Jede einzelne Entscheidung, das Problem der Zuwanderung so ein bisschen einzudämmen, einfach die Zahlen zu senken, schafft ja neue Probleme und ist mit Ambivalenzen behaftet. Ja? Ob man jetzt wirklich so umgehen sollte mit der Türkei oder mit anderen Staaten. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Sie liegen alle auf dem Tisch und wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, die einfach viele nicht gut finden. Ja. Das gehört einfach dazu. Aber man muss sich auch mal erinnern, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg war beispielsweise. Da hat es auch starke Migrationsbewegungen gegeben. Da gab es eine ganz andere Situation als jetzt. Viel mehr Chaos und so weiter. Es hat auch geklappt. Man muss mal auch sich erinnern, dass unter viel prekäreren Umständen man mit Zuwanderungen umgehen konnte. Und das heißt, die Erwartungshaltung ist ja heute auch eine andere. Es geht uns gut, es ist der Wohlstand da, Sicherheit ist da und genau das wollen wir jetzt alles behalten. Ist eine verständliche Erwartung. Aber man muss trotzdem daran erinnern, dass es bestimmte Grundrechte gibt. Grundrecht auf Asyl gehört dazu, zu unserem Verständnis von Menschenwürde. Da muss man dann eben auch bestimmte Abstriche machen. Und das, was ich jetzt gerade sage, dass man sich mal erinnern soll an die Zeit nach 1945, die betrifft eben auch dieses Maß an, was kann man verkraften. Ja, also es gibt zwei Diskussionen oder Kriterien, die man da anlegen kann. Das eine ist, was ist die technische Verkraftbarkeit? Und da sind wir noch lange nicht an unseren Grenzen. Aber das andere ist die gesellschaftliche Erwartungshaltung und Verkraftbarkeit. Das ist im Moment das drängende Problem, dass ein großer Teil der Gesellschaft sagt, ich kann das, aber meine persönliche subjektive Empfindung ist, ich kann das nicht verkraften. Und das ist natürlich ernst zu nehmen. Ja, also das sind zwei ganz unterschiedliche Maßstäbe, die da angelegt werden. Oder drei, wenn wir sozusagen das staatsrechtliche, die Menschenwürde, also nicht nur staatsrechtlich, sondern überhaupt rechtliche Aspekt der Menschenwürde auch noch mit dazu nehmen. Ist das die Elle, an der wir messen? Ist es die technische Verkraftbarkeit? Wie viele kann man insgesamt unterbringen? Oder ist es die Elle gesellschaftlicher Erwartungen? Und die sind nicht immer so objektiv, ja, die Einschätzung. Es sind subjektive Empfindungen von Unsicherheit und Ähnlichem. Herr Gold, wollten Sie was hinzufügen? Oder Herr Mann? Ich sag mal jetzt so, weil Sie so sagten, die technische Situation ist zu regeln. Ja, im Zweifel ist die gesellschaftliche die schwierigere, das glaube ich auch aus tiefer Überzeugung. Aber ich glaube, technisch waren wir schon an einer Grenze, die also auf jeden Fall auf Sachsen bezogen eine Zeit lang sehr schwierig war, was die Erstunterbringung anbelangte, wo wir wirklich kurzfristig Signale bekamen, wie viele Personen uns an dem Abend erreichen. Und Sie haben das ja auch hier im universitären Kontext mitbekommen. Aber auch das würde ich so bewerten, wie Sie es eingangs gesagt haben. Es ist eine gesamtgesellschaftliche, humanitäre Aufgabe, Herausforderung auch, aber auch eine Pflicht zu handeln. Aber da gab schon Zeiten, die sehr schwierig waren, sagen wir es mal so. Und auch da gilt, dann kommen wir nochmal zum Anfang zurück, wenn man so sagt, es geht nicht schnell genug. Sie brauchen natürlich erst eine Infrastruktur, die Sie schaffen müssen und auf die Sie zurückgreifen müssen. Da sind wir jetzt deutlich weiter, aber das war eine Zeit lang nicht ganz so einfach, sagen wir es mal so. Da wir jetzt wieder beim Anfang sind, würde ich an der Stelle die Runde auch öffnen für Ihre Fragen, Beiträge und was kommt noch an? Gibt es Fragen? Dankeschön. Ja, irgendeiner muss ja anfangen. Sie haben das Thema ja gerade schon angesprochen, der Integration und der Ursachen dafür, dass die Gesellschaft das vielleicht ein bisschen kritisch sieht. Das Thema ist ja Flüchtlinge in Sachsen, was leistet die Politik? Und wir haben jetzt sehr viel über das Thema Hochschule und Sprachkurse, Integration gesprochen. Wenn man so die Berichterstattung in den letzten Monaten betrachtet, dann merkt man doch, dass das Land Sachsen nicht besonders gut dabei abschneidet. Es gibt immer wieder
Übergriffe auf Flüchtlingsheime. Ich weiß nicht, ob das in Sachsen stärker vertreten ist als in anderen Bundesländern. In meiner Wahrnehmung und in der Wahrnehmung mit einigen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ist es aber so, dass es insbesondere in Sachsen besonders auffällt. Meine Frage, die Frau Professor Lorenz gerade schon ansatzweise beantwortet hat, ist, was glauben Sie, was der Grund dafür ist? Und die andere Frage wäre dann, was leistet die Politik, um dem entgegenzuwirken? Mann, Sie haben gleich nach dem Mikro gegriffen. Also vielleicht können wir uns die Diskussion sparen. Gemessen an den Übergriffen, die ohnehin viel zu viele sind, fast an die Tausender Flüchtlingsunterkünfte, ist Sachsen weit überproportional betroffen. Die Zahl ist so traurig, dass ich sie gar nicht äußern werde. Aber ich glaube, da sollte man nicht drum herum diskutieren. Das ist unglaublich, was sicherlich auch teilweise auf den Straßen und unterschiedlichen Demonstrationen verbreiteter Hass mit Menschen macht, die teilweise als sogenannte unbescholtene Bürger bis vor kurzem wahrgenommen wurden. Ich glaube, dazu gibt es auch schon eine Menge politikwissenschaftliche Studien. Aber wenn nach den Gründen gefragt wird, ich glaube, Sachsen fehlt, und damit meine ich tatsächlich mal die Sachsen und nicht das wie auch immer geartete Gebilde, fehlen vielen Sachsen noch die Erfahrung mit fremden Kulturen, mit Ausländern, Migranten, und zwar in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, es gab eine Periode, wo man die meisten nur ins befreundete sozialistische Ausland fahren durften, weitestgehend logischerweise europäische Kulturen entsprechend geprägt. Und selbst da war die Mobilität noch einigermaßen begrenzt. Und dann gab es eine Phase nach der Wiedervereinigung, wo man zwar die Reisefreiheit sicherlich genutzt hat, aber dennoch stark aufs Private bezogen und orientiert war und vielleicht jetzt auch nicht die Sorge hatte, erstmal zu gucken, was neben den ganzen privaten und inneren Umbrüchen man vielleicht noch von der Welt sonst nicht nur sehen und dort in den, ich sag mal, 10 Tage All-Inclusive-Urlaub fliegen sollte, sondern auch verstehen und in den Austausch kommen. Und ich glaube, das ist das tiefer liegende Problem, warum wir in Sachsen uns so schwer tun, insgesamt mit dieser Situation umzugehen. Bei einem Ausländeranteil, der bis vor kurzem nur bei 2% lag und der natürlich regional höchst unterschiedlich ist. Wenn wir hier in Leipzig von einem Migranten oder Anteil mit Migrationshintergrund über 10 Richtung 20% reden, können Sie sich ausrechnen, was das wahrscheinlich in einzelnen Regionen Sachsens bedeutet. Da ist halt der Dönermann ist dann noch akzeptiert, weil das ist ja mein Dönermann, aber sobald wir über Moslems und ich sag mal andere Kulturen reden, wird es schwierig. Die Frage war ja trotzdem, was die Politik dagegen tut oder tun kann. Puh, da meldet sich die Opposition. Da meldet sich die Opposition mit Frau Meicher und Herr Böhme wollte auch noch was sagen. Also vielleicht eine ganz kurze Antwort von mir. Wir können immer wieder dafür werben, sich da zu öffnen, diesen Debatten. Wir haben zum Beispiel ja über das Ministerium von Frau Köpping diese Richtlinie integrative Maßnahmen, wo es uns ausdrücklich nicht darum geht, dass Ausländer sich organisieren oder Deutsche sich um Ausländer kümmern, sondern dass die miteinander was tun. Also was wir tun können, ist bei allen unseren politischen Ansätzen zu überlegen, wie stärken wir Begegnung und tatsächlich echten Austausch, weil ich glaube, wirklich bin fest davon überzeugt, dass es am Ende nur funktioniert, wenn sich Menschen kennenlernen und austauschen. Und abgesehen davon versuchen wir, wo es geht, gegenzuhalten, wenn, sei es Rassismus, sei es andere menschenfeindliche Tendenzen auf die Straße gebracht werden. Das ist in diesen Tagen nicht nur für Politiker kein ganz einfacher Kampf. Frau Meicher von den Grünen hat das gelbe Mikro. Ja, ich danke für die Frage, weil es ist ein Punkt, den ich gerne auch einbringen wollte und ein Stück weit Wasser in den Wein kippen wollte. Ich nehme natürlich wahr, dass es viele Punkte gibt, die geregelt werden müssen und die geregelt wurden, die die Verantwortung der Politik oder in der Verantwortung liegen. Das ist zum Beispiel die Haushaltsgestaltung, welche Mittel bereitgestellt werden. Das ist die Frage nach Verfahren und nach Unterbringung und so weiter. Aber es ist eben auch, glaube ich, Aufgabe der Politik, was leistet Politik, eine Stimmung zu schaffen, die zeigt, ja, wir wollen die Herausforderungen anpacken. Und genau das ist im letzten Jahr in Sachsen aus meiner Sicht eben nicht passiert. Wir haben nicht
das Gefühl, dass es eine Regierung gibt, die gemeinsam sagt, wir stellen uns den Herausforderungen, wir sehen die Probleme, die es gibt, wir sehen auch die Chancen, die es gibt, wir benennen die klar und wir haben eine klare Haltung dazu, dass wir die Probleme lösen wollen. Das zeigt zum Beispiel, dass wir immer wieder das Gefühl hat, es geht eigentlich nur darum, wie schaffen wir es so wenig wie möglich hier nach Sachsen zu holen, wie schaffen wir es so viele wie möglich nur kurzfristig da zu haben. Wie schaffen wir es im Prinzip, alles dafür zu tun, dass wir nicht einladend sind? Das äußert sich zum Beispiel in den gerade wieder vorgebrachten Asylrechtsverschärfungen, die gefordert werden vom Ministerpräsidenten. Oder zum Beispiel solche Aussagen wie Flüchtlinge, geflüchtete Asylbewerber, die bei uns sind und keine Deutschkurse machen, denen müssen die Leistungen gekürzt werden. Wie viele Flüchtlinge gibt es denn tatsächlich zurzeit, die es ablehnen, Integrationsmaßnahmen zu bekommen, Deutschkurse zu bekommen? Ich bin viel unterwegs gewesen in Flüchtlingsunterkünften und ich habe gemerkt, dass wir es überhaupt nicht schaffen, diese Angebote oder diese Kurse zu machen. Und deswegen ist es einfach falsch, einen Eindruck zu erwecken, als gäbe es massenweise Menschen, die sich nicht integrieren wollen, die nicht die Kurse haben wollen. Und das, wir erleben zum Beispiel Aussagen, dass man den Mindestlohn nicht für Asylbewerber, die einen Status haben, aufhalten muss, dass es da Ausnahmen geben muss. Oder wir hören Worte wie, wir müssen auch vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Wulich, das sind durchaus nicht nur Stimmen in der CDU, der sagt, wir müssen die Flüchtlingswelle eindämmen und stoppen. Also das sind alles Punkte, die nach außen zeigen, wir wollen das eigentlich hier nicht. Ich sehe zurzeit Hürden, was Integration angeht, und das ist mehr als eben Unterbringung zu schaffen, weil von Integration immer dann geredet wird oder von einer Integrationsgrenze, indem man Zahlen ins Spiel bringt. Wir haben die Diskussion nicht nur in Sachsen, sondern deutschlandweit, was Obergrenzen angeht. Und aus meiner Sicht verschwindet dahinter tatsächlich, dass es da um Menschen geht, die zu uns kommen. Und eine kleinere Anzahl heißt noch nicht eine bessere Integrationsmöglichkeit, sondern eine Haltung dazu, wir wollen integrieren und das ist keine einseitige Integration. Ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Sache, die Politik leisten muss. Wir können als Politik nicht Ängste verstärken, wir dürfen das nicht, das ist unsere Aufgabe. Auch wenn man in der Umsetzung im demokratischen Spektrum natürlich über Lösungswege diskutieren muss und auch durchaus andere Meinungen haben kann. Aber ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den die Regierung im letzten Jahr nicht geleistet hat in Sachsen. Herr Fritsche, ich gebe diesen Einwurf an Sie weiter. Aus dem Grund, dass ich viele Punkte daraus in dem schon angesprochenen Positionspapier der CDU auch wiedergefunden habe. Und wenn ich das sagen darf, muss ich auch sagen, dass der erste Teil dieses Papiers doch sehr stark ein großes Nein war und dann kam der Teil der Integration. Und es würde mich auch interessieren, wie Sie da kontern. Also ein klarer Konter, denke ich, muss an dieser Stelle nicht sein. Ich habe eine andere Wahrnehmung der Dinge. Wenn ich davon und auch der Ministerpräsident und andere davon sprechen, dass wir eine spürbare Begrenzung der Flüchtlingszahlen brauchen. Wir reden von 2015 für Deutschland von 1 Million Flüchtlingen. Dann schürt das, denke ich, keine weiteren Ängste bei der Bevölkerung, sondern zeigt der Bevölkerung eher, dass wir dass dieser Zustrom so in dieser Dimension nicht weitergehen kann, weil er uns an vielen Punkten vielleicht gar nicht mal so sehr technisch, aber eben in der Gesellschaft überfordern wird. Und ich denke, das ist eine sehr berechtigte Aussage und man sollte sich auch mit einem, sagen wir mal, gesunden Pragmatismus im Rücken dieser Diskussion auch stellen. Insofern ist es klar, wir müssen doch erstmal über das sprechen, was passiert und so ist auch das Papier, was Sie hier zitieren, aufgebaut und dann auch darüber sprechen, wie eben dann die Schritte 2 und 3, wie es dann eben weitergeht, eben in Bezug auf das Thema Integration. Und weil Sie das Papier angesprochen haben, das ist auch ein Papier der CDU-Landtagsfraktion und des CDU-Landesverbandes vom März. Ich weiß noch sehr genau, als das an die Presse ging, da wurden wir relativ weit in die rechte Ecke geschoben mit dem Papier. Wenn Sie sich heute angucken, was auch in Beschlusslage der Bundes-CDU ist und was auch mittlerweile Beschlusslage bei der Bundesregierung ist,
das sind 80% dessen, was da drin steht, ist mittlerweile umgesetzt. Also man, ich will jetzt nicht über vergossene Milch reden, man hätte da eher dies und jenes, das bringt an der Stelle uns sowieso nicht weiter. Wir haben ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Man muss als Politik immer dialogbereit sein, auch mit schwierigen Meinungen, auch vieles, was gesprochen wird, auf das auf der Straße passiert oder am Stammtisch, sind schwierige Debatten, denen man sich stellen muss, und das ist, denke ich, gerade in diesen Zeiten auch Aufgabe der Politik, aber man darf eben das, was dort gesprochen wird, nicht aus den Augen verlieren und sagen, na, ich weiß es sowieso besser, ich bin viel gereist und ich weiß, das ist alles gar kein Problem. Wenn die Leute damit ein Problem haben, dann muss ich das ernst nehmen und dann haben sie es auch verdient, dass ich mich bemühe, darauf auch Antworten zu finden und auch alle möglichen Antworten natürlich in dem breiten Rahmen dann auch diskutiert werden. Ich würde gerne erst Frau Lorenz noch zu Wort kommen lassen und dann Sie beide. Ich möchte mal einen kleinen Schritt zurückgehen, aber es ergibt sich trotzdem der Bezug zu dem eben Gesagten, nämlich zur Problemdiagnose. Also warum, das war Ihre Frage, warum gibt es so viele, sage ich jetzt mal sehr zurückhaltend, Vorbehalte in der Bevölkerung? Ich finde die Diagnose, dass es halt zu wenig Diversitätserfahrung gibt, dass die Leute keine Ausländer kennen, sagen wir mal etwas kurz gegriffen. Ich denke, das sind ganz klare soziale Interessen, die jetzt auch kollidieren. Und das sind ganz klare soziale Konflikte, die jetzt auftauchen, die man auch nicht kleinreden darf. Und es ist ganz logisch oder also offensichtlich, welche gesellschaftlichen Gruppen diese besonderen Vorbehalte haben. Das sind die sich im Niedriglohnsektor befinden, die prekäre Arbeitsverhältnisse haben oder aber auch die einen besseren Job haben, aber die in den neuen Ländern eben nach 1989 als sehr hartes Brot empfunden haben, dorthin zu kommen. Die ist eine starke Phase der Unsicherheit durchlebt haben und jetzt denken, jetzt habe ich mir meinen kleinen Wohlstand und eine gewisse Sicherheit erarbeitet und jetzt kommen diese Leute hier in großen Mengen und machen mir das kaputt. Das heißt, diese Angst vor Unsicherheit nach einer sowieso schon sehr langen Phase von Unsicherheit, die man durchlebt hat nach 1989, nämlich einen kompletten Systembruch, der sich durch alles zog, überfordert einfach die Leute in großen Teilen. Und es gibt eben den starken Zusammenhang mit Einkommen und Bildung. Und das sind Punkte, die darf man jetzt nicht kleinreden. Was heißt das jetzt? Wir haben große Kämpfe gehabt mit dem Mindestlohn und es gab sehr viele Vorbehalte sowieso schon in der Gesellschaft, gerade in den neuen Ländern, weil man wusste, das wird schwierig auf dem Arbeitsmarkt. Jetzt hat sich das gerade einigermaßen so etabliert. Jetzt müssen wir darüber reden, wenn Asylsuchende 8,50 Euro Mindestlohn kriegen müssen, dann muss sich das Einkommensgefälle verschieben. Das ist ganz logisch darüber. Können das sie und wollen das Unternehmen mitmachen? Was passiert dann mit Arbeitskräften, mit Angestammten in den Betrieben? Das sind ganz klare soziale Fragen, wirtschaftliche Fragen, die viele Leute umtreiben und sie sehen das quasi auch schon voraus und das ist fern von dem, dass sie einfach keine Ausländer kennen. Das kommt dann noch dazu vielleicht, ja. Aber deshalb sehen wir auch, dass in allen Transformationsstaaten, in dem Gürtel östlich von uns, in Ostmitteleuropa und in Polen und so weiter, dass überall dort die Abwehrhaltung gegenüber den Flüchtlingen so stark ist. Das sind genau alles diese Länder, in denen die Leute diese 25-jährige Phase von absoluter Unsicherheit durchlebt haben, absolutes Risiko, jetzt ein gewisses Maß an Stabilität haben und Abstiegsängste haben. Ja? Darauf muss man auch eingehen. Herr Kaul, würde ich nur eine Frage dann interessieren, weil er ja eben gefragt hat, ob es in Sachsen stärker ist als in anderen Ländern. Die Situation, die Sie beschreiben, trifft ja auf die ostdeutschen Länder insgesamt zu. Würden Sie denn sagen, dass es insofern keinen Unterschied zwischen den Bundesländern gibt oder sehen Sie doch eine stärkere Ausprägung hier in Sachsen? Und wenn, wie begründet sich die dann? Was die Statistiken, die ich kenne zu den Anschlägen, beziehen sich immer auf enthalten nominale Zahlen. Ich kenne jetzt nicht so Zahlen, die das mal ins Verhältnis setzen zur Bevölkerungszahl. Ich meine, Mecklenburg-Vorpommern hat weniger Einwohner. Insofern wäre es auch verwunderlich, wenn die gleiche Zahl an Anschlägen hätten, jetzt mal ein bisschen flapsig dahingesprochen. Man muss das also ins Verhältnis zur Bevölkerung setzen. Und wir haben in Sachsen ja ein relativ
gute wirtschaftliche Entwicklung. Also deshalb spreche ich ja auch von Abstiegsängsten. Es sind auch nicht nur die in prekären Arbeitsverhältnissen, die jetzt Angst haben, sondern es sind auch die, die es eben geschafft haben und einen gewissen Wohlstand sich erarbeitet haben nach einer langen Phase von Problemen. Und das erklärt vielleicht auch, warum in Sachsen es eben besonders hoch ist, diese Aversion. Herr Mann. Also ich will Ihnen gar nicht widersprechen, dass da soziale Kämpfe und auch sozusagen Verlust, Statusverlust eine Rolle spielt. Die Frage war eben tatsächlich, warum gibt es so viele Übergriffe auf Flüchtlinge? Und ich glaube, da liegt schon ein Stück weit die Frage, kulturelle Erfahrungen und Prägungen mit zugrunde, wie es sein kann, dass ich eben diese Ängste, diese diffusen Ängste, auch eine diffuse Fremden-Skepsis bis Feindlichkeit dann bis in Rassismus und Hass steigern. Und deswegen bin ich darauf eingegangen. Aber dass wir ganz sehr aufpassen müssen, dass diese kulturellen Konflikte nicht in diese sozialen Konflikte noch deutlicher überschwappen, als sie es ohnehin schon tun oder die Sie sozusagen als Ursache sehen, das ist uns schon bewusst. Deswegen sagen wir eben, wir brauchen ein soziales Wohnungsbauprogramm für alle. Deswegen haben wir die ersten Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, das 800 Millionen Investitionspaket für die Kommunen eben nicht allein auf die Frage Infrastruktur für Flüchtlinge abgestellt, sondern eben für alle. Damit können auch Kitas gebaut werden, damit können Straßen gebaut werden etc. Deswegen sagen wir, wir wollen die Arbeitsmarktintegration über Regelsysteme organisieren, eben um genau diese Vorbehalte, Ängste nicht noch weiter zu perpetuieren und noch weiter zu stärken, sondern weil wir sagen, wir wollen das gemeinsam schaffen. Ich will aber noch auf die Frage, oder war ja letztendlich ein Vorwurf von Frau Meicher, um es mal so deutlich zu sagen, antworten. Sie hat ja der Regierung den Vorwurf gemacht, dass die dieses Land nicht sozusagen öffnet für diese Flüchtlingswelle. Ich glaube, also zum einen bin ich auch beim, also sicherlich gibt es Differenzen logischerweise in Koalitionen zwischen SPD und CDU. Und man darf nicht vergessen, dass der Ministerpräsident Vorsitzender der CDU Sachsen ist, wie der stellvertretende Ministerpräsident Vorsitzender der SPD. Da gibt es unterschiedliche weltanschauliche Einstellungen. Und es gibt auch unterschiedliche Einstellungen sicherlich und Blickweisen auf die Flüchtlingsfrage. Aber wenn ich mir die Regierung im Ganzen angucke, dann muss ich sagen, abseits einer Phase, die ich jetzt mal so als erstmal Mischung zwischen Schock, Feststellen, Analyse und Handlungsfähigkeit, die da wahrscheinlich auch 3 Monate angedauert hat, weil es eben in einem Ausmaß über Sachsen kam, wie es keiner erwarten konnte, oder über Deutschland. Dann haben die schon beherzt dann angefangen. Wir hatten noch Mitte letzten Jahres gerade mal 3000 Plätze für die Erstaufnahme in Sachsen. Ende des Jahres waren es schon fast 20.000. Das zeigt, dass das, was eine Regierung gemacht hat, um die Unterbringung zu regeln und jetzt wir ja in diesem Jahr anfangen, wirklich die Integrationsfragen anzugehen, schon eine ganz klare Richtung hat. Und ich habe im Parlament ja öfter mal das unterschiedliche Vergnügen, unsere Staatsspitzen zu hören, wie Sie auch, Frau Meicher, und ich nehme da schon eine Entwicklung wahr. Und wenn Sie kritisieren, dass mein Landesvorsitzender sagt, ja, der hat auch mal zu einer Rede gesagt, wir müssen auch darüber reden, wie man eine Flüchtlingswelle zumindest temporär eingrenzen, dann ging es genau um die Frage. Wir hatten teilweise im Monat 3000 neue Flüchtlinge und hatten in ganz Sachsen nur Kapazitäten für 3000 in der Aufnahme. Und er hat das ganz klar verknüpft an der Stelle mit der Frage, können unter solchen Rahmenbedingungen Integration wirklich gelingen? Sind das humane Bedingungen? Und er hat nicht gesagt, wir stehen nicht zum Asylrecht. Und ich glaube, da ist die SPD die letzte Partei, die diese Aussage treffen wird. Aber dass das Verteilungskonflikte sind und dass mit jedem Konflikt, der sozusagen bei der Organisation dieser Aufnahme entsteht, wir ganz schnell wieder Einfallstore schaffen für Populisten und für Leute, die kein Interesse daran haben, diese Aufgabe zu organisieren. Das, denke ich, muss man auch sehen. Und deswegen ist es auch falsch. Und da stehen wir, glaube ich, in der Koalition dann auch zusammen, es sich zu einfach zu machen nach der Frage, wie stehst du grundsätzlich zu der Frage, sondern wir müssen uns auch die Frage stellen, wie kriegen wir es dann organisiert. Herr Böhme, Sie haben schon ganz lange das Mikro, das gelbe Mikro. Möchten Sie noch was dazu sagen oder was Eigenes anfangen? Ja, gerne. Es gibt ja hier sehr, sehr, sehr viele Teilthemen, die jetzt schon angesprochen wurden und ich wollte eigentlich zur Anfangsdiskussion noch was sagen. Jetzt muss ich aber erstmal auf Herrn Mann nochmal eingehen. Also ich frage mich immer, was ist, wenn hier mal eine Naturkatastrophe ist und auf einmal, keine Ahnung, 50.000 Menschen irgendwie untergebracht wurden, weil ein großes Feuer oder Überschwemmung oder irgendwas passiert ist. Was wäre dann? Dann würde man doch sofort als Staat irgendwelche Notunterkünfte irgendwie bereitstellen können und problemlos. Also da gäbe es doch sicherlich Pläne und ich verstehe nicht, warum es so eine riesen Anstrengung ist, 40.000 Menschen innerhalb eines Jahres, wo man das auch planen kann und das führt mich zu meiner Anfangsthese oder Aussage, die Frau Lorenz gesagt hat, dass man das nicht vorhersehen konnte, dass es jetzt keine neue Entwicklung in der Welt gegeben hat. Das stimmt schon, es war schon immer Krieg und es war schon immer
Migrationsströme und so weiter. Und wir hatten schon immer ein Problem mit den Außengrenzen in Europa. Und das Neue, was, wie Sie gesagt haben, ist hinzugekommen, dass jetzt auf einmal die äußeren Länder der Außengrenze sagen, na, wir schaffen das nicht mehr. Das ist das Neue, das gebe ich Ihnen recht. Aber aus meiner Sicht war das auch voraussehbar, weil Deutschland und die EU durch Dublin III und andere Verordnungen und Maßnahmen eben dafür gesorgt haben, dass diese Außenländer total überfordert werden, dass wir als Deutschland alle Flüchtlinge, die irgendwie über irgendeinen Weg hierher gekommen sind, wieder zurückschicken zu dem Ursprungsland, wo sie das erste Mal Europa betreten haben. Das hat doch zu diesem massiven Problem in diesen Ländern geführt, die jetzt natürlich sagen, wir können einfach nicht mehr. Jetzt kommen Flüchtlinge halt wieder zurück oder überhaupt durch. Und jetzt will Deutschland mit den anderen Ländern über Quoten verhandeln. Das ist alles so, weiß ich nicht. Da ist in der Vergangenheit einfach so viel falsch gemacht worden. Hat der Mann ja auch angesprochen, dass es auch in Deutschland oder in Sachsen, nächste Thema, Verwaltung eingespart wurde oder Lehrer nicht weiter eingestellt wurden und so weiter. Das sind alles solche massiven Fehler, die 25 Jahre CDU hier verursacht haben. Und jetzt kriegen wir halt ein neues Problem oder eine neue Aufgabe, Flüchtlinge in dem Sinne, und das ganze System schafft das dann nicht mehr. Das ist alles so für mich unbegreiflich. Und Sie haben, Frau Lorenz hat es schon angesprochen, dass ja eigentlich nicht die technische Grenze oder Größe erreicht ist, wo man Flüchtlinge aufnehmen kann. Also Sachsen hat in den letzten 25 Jahren 1 Million Einwohner verloren. Ja, also theoretisch ist ja Platz für alle da. Es ist diese gesellschaftliche Wand, gegen die man hier anfährt, und das ist so ein ganz krasses Problem. Und da wurde halt nicht die letzten Jahre was dagegen getan, dass die Leute halt Verlustängste haben oder kein Vertrauen mehr in die Politik haben, dass sie also sich nicht mehr vertreten fühlen von der herrschenden Politik oder Regierung und dadurch auch Hass entsteht. Das sind einfach Dinge, die hätten angegangen werden müssen. Die müssen jetzt noch viel verstärkter angegangen werden. Und es macht es natürlich nicht einfacher, wenn man das jetzt alles so kurzfristig macht und in den letzten 25 Jahren einfach viel verpennt hat. Und das ärgert mich so daran. Frau Lorenz will antworten, und danach würde ich gerne Frau Brocchiato vom Flüchtlingsrat noch zu Wort kommen lassen. Ja, nur eine Beobachtung. Sie sagen ja selbst, es ist lange bekannt gewesen, das Problem. Und Sie haben das immer kritisiert. Aber niemand von den Parteien hat ein Rezept, das sofort funktionieren würde, oder setzt es gerade um. Also insofern wäre es auch falsch, bei aller nötigen Kritik, oder die man vorbringen kann, wie gesagt, das bringt Demokratie immer weiter. Es bringt immer weiter, dass man sich rechtfertigen muss und überlegen muss, ob das jetzt der richtige Weg ist. Aber es ist ja auch nicht so, dass eben die Kritiker der Politik ihrerseits ein breit akzeptiertes, ausgefeiltes Konzept für diese Situation hätten. Es hat eben niemand so vorhergesehen, dass sich das so entwickelt. Und es ist so fluide. Man kann überhaupt gar nicht ernsthaft wirklich durchplanen und ein Konzept machen, wenn man nicht weiß, wie sich die Türkei, die anderen europäischen Staaten, die anderen Nachbarstaaten der Europäischen Union weiter verhalten. Es ist alles ein Bauen auf Treibsand, und sozusagen dann vorzuwerfen, warum sind hier nicht die perfekten Konzepte, und das müsste jetzt aber alles nach gutem deutschen rechtsstaatlichen Modell auch ordentlich geplant und umgesetzt werden, das ist einfach unangemessen für so eine Situation. Ja. Wir nehmen erstmal Frau Brocchiato noch dazu dran. Er hat sich eine Masse an Themen schon angesammelt. Ich möchte ein bisschen auseinanderhalten. Zunächst einmal verschiedene Profilanforderungen an Arbeitsaufgaben. Logischerweise 1,09 Millionen Menschen in einem Jahr, der größte Teil davon in der zweiten Jahreshälfte, ist eine steile Herausforderung für alle Beteiligten, die verantwortlich hier handeln müssen, bis zur letzten kleinen NGO in Leipzig hier. Logisch. Zunächst aber geht es an der Stelle um das Aufstellen von Logistik. Dach über dem Kopf, die Menschen müssen was zu essen haben, die ärztliche medizinische Versorgung muss funktionieren und alles andere aufbauend darauf danach dann. Hier war natürlich nicht zu erwarten, dass in der Geschwindigkeit, in der die Menschen ankommen, auf Bundesebene, auf Landesebene und auch kommunaler, die Strukturen in dieser selben Geschwindigkeit mitwachsen, bis hin zur Technik, zur Datenübermittlung. Ich denke,
die Verantwortlichen für Unterbringung, für Versorgung eben bei Bund, Land, Stadt und durchaus auch in den Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, bei den Trägern der Malteser, der Johanniter, des Deutschen Roten Kreuzes haben da riesige Lernschritte gemacht. Es gibt natürlich nach wie vor eine Ungleichzeitigkeit von Bedarf, akuten Bedarf und der Möglichkeit, diesen Bedarfen oder Missständen abzuhelfen. Aber ich denke, da ist zum einen die Luft nach oben erkannt worden, zum anderen braucht man zeitlichen Vorlauf, bis Dinge funktionieren. Logischerweise wünschen wir uns alle viel Personal, das zügig Asylverfahren, das ist das drängendste Sorge der Menschen, bearbeiten kann. Als Flüchtlingsrat wünschen wir uns vor allen Dingen aber qualifiziertes Personal. Das Wissen, das die Menschen haben müssen, um nur ein Interview durchzuführen und dann wirklich rechtsverbindlich auch bewerten zu können, ist nicht im Schnellsiederkurs zu erwerben. Es machen uns stutzig ganz dünne Akten, also die Interviews, die sehr kurze Zeit dauern, meist sowieso negativ enden, bedeuten, dass hier jemand nicht intensiv genug geschult war. Das führt ja dann sowieso vors Verwaltungsgericht und zieht den Rechtsweg nach sich. Also insoweit die eine Seite. Ich möchte die Fragestellung aber hier jetzt ein bisschen ausdehnen, nicht Flüchtlinge in Sachsen, nicht was leistet die Politik, sondern konkretisieren, was leisten Politiker auf Landesebene. Wir haben zunächst die Arbeit am Menschen, am Flüchtling, am Geflüchteten, die zu tun ist, als eine Kategorie von eben gesellschaftlicher Aufgabe zu sehen, gleichzeitig aber auch natürlich das Mitnehmen der Mehrheitsbevölkerung, der Gesamtbevölkerung. Das wurde heute mehrfach angespielt, der steigende Aggressionspegel, das Sinken von Hemmschwellen bis hin zu in ganz fürchterlicher Art und Weise Brandstiftung, Landfriedensbruch, Körperverletzung und, befeuert von immer mehr sich im Recht befindlichen Akteuren, mit wirklich bitterster Konsequenz spürbar in jedem Zelt. Notunterkunft der Städte. Gut, wir haben eine sich verstärkende Abwendung von Dingen, die man bis jetzt gesellschaftlichen Konsens genannt hat, dass man eben aufbaut auf Grundgesetz, auf, sagen wir mal, einen Umgang im Aushandeln von Konflikten, von dem man sich entfernt. Wir haben, wenn man die Situation in den Nachbarländern ansieht, natürlich in den postsozialistischen Gesellschaftsordnungen, die mehr oder weniger Nähe zu gewachsenen demokratischen Strukturen. Und letztendlich reden wir in den neuen Bundesländern auch von nichts anderem. Die Frage war vielfach nach den Unterschieden, warum gerade Sachsen? Ich denke, um Menschen mitzunehmen in eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, in eine rechtsstaatliche Grundauffassung oder überhaupt ein Basiswissen von den tragenden Elementen rechtsstaatlichen Handelns, bedarf Politikerinnen und Politiker, die diese Grundwerte offensiv kommunizieren. Und die sind derzeit, zumindest in Leipzig, kaum bis gar nicht sichtbar. Natürlich wird auf Landesebene alles Mögliche getan, um Flüchtlinge unterzubringen. Die untersten Unterbringungsbehörden sind aber eben die Sozialämter in den Kommunen. Das sind die Repräsentanten der Staatsmacht sozusagen, die dem Bürger in der Nachbarschaft sagen müssen und morgen eröffnet da oder in einem halben Jahr die nächste Unterbringung für Geflüchtete, die uns eben zugeteilt wurden. Es stellt sich kein Landespolitiker hin und übernimmt Verantwortung. Weder für die Notunterkünfte, die sehr kurzfristig, natürlich nach dem Starkregen, sind die Zelte in Chemnitz weggeschwommen, errichtet wurden, noch für die Art und Weise, wie ohne große Vorwarnung Busse voll Menschen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen dann in den Kommunen abgekippt werden. Der Bürger hält nicht auseinander,
Menschen in Obhut des Landes und die, die der Kommune zugeteilt sind. Es ist nicht so, dass hier Akteure der Landespolitik deutlich sichtbar und in größerer Zahl in die Gebietskörperschaften gehen und kommunizieren, was zunächst einmal Pflichtaufgabe ist. Die Verwaltung, das sind ja nicht politische Akteure, das ist Verwaltung, die in den Kommunen Unterbringung zu vollziehen hat, muss sich dann hinstellen und kann letztendlich auch nicht Stellung nehmen zu Elementen, die in die politische Diskussion hineingetragen werden, in die politische, sowas wie Obergrenze. Sehr gerne würden wir Landespolitiker fragen, wie sie denn eine Obergrenze durchgesetzt sehen würden. Was hätte man denn dann? Schießbefehl an der bayerischen Grenze? Bundeswehreinsatz im Inland oder wie? Wann genau und unter welchen Umständen man sich verabschiedet als Unterzeichner der Genfer Flüchtlingskonvention? Oder von Menschenrechtskonventionen, wann, wo, wie man genau die Verfassung hier zu ändern gedenkt. Also, nachdem sich Landespolitik aber diesen Diskussionen nicht stellt, bleiben derlei Fragen unbeantwortet und das trägt sicherlich nicht bei zum Erhalt des sozialen Friedens und schon gar nicht zur gewünschten Akzeptanz für Geflüchtete in den einzelnen sächsischen Gebietskörperschaften, in denen sie landen. Vielen Dank. Es war eine ganze Menge, Herr Mann. Sie hatten das Mikro zwischendurch in der Hand, um vielleicht auf einen Aspekt zu antworten. Und Herr Gau, Sie haben mehrfach zustimmend genickt. Ja, an bestimmten Punkten. Also, ich glaube, das könnten sicherlich, und das würde ich mir auch wünschen, noch mehr Politiker dastehen und die Grundrechte verteidigen. Aber ich glaube, wir haben ja letzten Montag im Ring gestanden mit nicht wenigen Politikern und auch Mandatsträgern. Und da haben ein paar ganz deutlich für sich und ihre Partei gezeigt, wozu sie stehen. Und der Aufruf, der maßgeblich vom Pfarrer Wolf ausging und OBM Jung, der war deutlich. Und der war ein klares Bekenntnis, sowohl zum Asylrecht als auch zum demokratischen Gemeinwesen. Deswegen kann ich mir den Vorwurf A nicht ganz so annehmen und auch wenn man gesehen hat, welche Teile der Staatsregierung da an der Thomaskirche sahen, kann man schon sehen, wer da deutlich dazu steht, Gesicht zeigt. Abseits davon ist Sachsen ein großes Land und trotz allem sind wir im gesamten Landtag und ich fürchte, eine Fraktion ist da nicht vorne an der Spitze der Bewegung, die da sitzt. Wie meine ich jetzt hier? Wenn du so böse guckst. Auch die können nicht alles. Und ich kenne Regionen, wo diese Fragen, die wir uns in Leipzig schon nicht ganz einfach machen bei den Konflikten, die wir hier haben, sondern wo die nochmal ganz anders ausgetragen werden und wo, ich sag mal, die Wahlergebnisse nicht zuletzt meiner Partei auch noch ganz andere sind, wo die Distanzen zurückzulegen haben, die Landtagsabgeordneten, die durchaus so den Wahlkreis betreffen, 150 mal 50 Kilometer. Da kommt dann Politik auch an Grenzen. Auch darauf will ich mal hinweisen. Was wir, glaube ich, tatsächlich gemacht haben und in verschiedenen Formen, ist zu versuchen, und da gebe ich gerne zu, dass wir da noch keine Antwort haben, in verschiedenen Formen Dialoge mit Bürgern zu führen, die eben, wo das, worauf Sie hinweisen, das kleine Einmaleins des Grundgesetzes nicht verinnerlicht wurde und die, ich sag mal, zwar eigentlich sozusagen, also die Flüchtlinge angreifen, aber damit tatsächlich ein Grundbestand unserer Grundrechte. Und da hat jede Partei versucht, ihre unterschiedlichen Wege damit zu finden, aber tatsächlich haben wir Bewegungen auf den Straßen in Sachsen, die haben wir in Leipzig ein bisschen besser beantwortet und haben hier vielleicht auch noch mal eine lebhaftere Bürgergesellschaft, aber in Dresden ist der Kampf vielleicht noch nicht verloren, aber deutlich härter, wo uns Rezepte fehlen, um diese Menschen auch nur zu erreichen. Das gebe ich gerne zu. Fritsche, Sie wollten was ergänzen. Ja. Mir ist es nur wichtig an dieser Stelle, ich weiß nicht, woher Sie jetzt wieso Sie den Vorwurf an die Landtagsabgeordneten formulieren, sich dieser Diskussion nicht zu stellen. Zumindest für die Fläche möchte ich den entschieden zurückweisen. Ich kenne viele meiner Kollegen, egal ob im Vogtland, in der Lausitz oder auch im Leipziger Land, die sich dieser Diskussion bei vielen Bürgerveranstaltungen stellen. Und zwar sowohl als Teilnehmer im Auditorium als auch auf dem Podium.
Also wenn Sie es wünschen, mache ich in meiner Fraktion gerne eine Umfrage und da werden Sie eine große Liste kriegen. Ich kann Ihnen von mir selber Termine nennen, wo ich war, wo ich Veranstaltungen auch moderiert habe zu dem Thema. Und das sind natürlich nicht die angenehmsten Veranstaltungen, aber wir stellen uns dieser Verantwortung. Und auch wenn ich jetzt noch eine Kollegin mit ins Boot holen darf, das ist unsere Integrationsministerin, die ist bei diesen Veranstaltungen auch regelmäßig dabei. Und die vertritt dort auch wie es meine oder wie es unsere Kollegen tun, einen klaren Standpunkt auch zu diesem Thema. Auch Herr Kraus hat einen Standpunkt zu diesem Thema und Herr Kraus bringt sich auch in diese Debatte ein. Auch das will ich deutlich sagen. Und auch was Sie angesprochen haben zum Thema Obergrenze, ich habe das Wort Obergrenze hier nicht in den Mund genommen, sondern habe von einer spürbaren Reduzierung des Zustroms gesprochen, weil ich eben auch die sowohl die technische als auch die gesellschaftliche Bewältigung, weil wir die einfach im Auge behalten müssen. Und ich denke, es wird allen hier oben so gehen. Wir schauen natürlich auch sehr interessiert nach Österreich, was dort jetzt mit der getroffenen Entscheidung passiert und insbesondere welche praktischen Folgen das dann eben auch in der Umsetzung haben wird. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn man sich bemüht, viele Dinge auch zu Ende zu denken und über weitere Maßnahmen folge. Wir waren ja vorhin schon mal an dem Punkt, das ist ja immer eine Kette von Dingen, die sich da aufbaut, dann kommt man schon sehr, sehr schnell auch an sehr, sehr schwierige Entscheidungswege. Aber wir werden, ich wage die Prognose, in diesem Jahr vor solchen schwierigen Entscheidungen stehen. Ich kann noch was ergänzen. Es ist immer schwierig, wenn man so angegangen wird. Ich habe mich auch schon wieder beruhigt. Ich glaube, dass viele Politiker schon sehr verantwortlich umgehen, aber in der Medienumgebung, in der wir sind, kaum noch auch ein normaler Bürger vielleicht gar nicht mehr in der Lage ist, zu differenzieren. Ein Beispiel, ich habe mich gestern wieder auf der Messe angehört von einem hochrangigen Verbändevertreter, dass er den Unterschied zwischen Obergrenze oder Höchstgrenze und Kontingenten nicht versteht. Da sage ich, ich verstehe den. Kann ich dir sofort erklären. Eine Höchstgrenze sagt, da ist absolut Schluss, da gibt es kein Asylrecht mehr. Kontingente ist eine solidarische Lastenverteilung unter den Ländern und wir haben die Möglichkeit zu atmen in dieser Debatte. Der hat das verkündet vom Podium oben vor 1000 Leuten und hat sich lustig über diese Debatte gemacht. Das ist aber im Grunde genommen die Debatte um die Frage, was uns das Asylrecht und dieses Bleiberecht wert ist und wie hart wir darum kämpfen. Das war gestern hier auf der Leipziger Messe. Deswegen sage ich, es ist eben auch einfach, auf die Politiker zu zeigen, wenn große Teile der Gesellschaft schon nicht mehr in der Lage sind zu differenzieren, weil sie ab einem bestimmten Punkt das auch zu komplex empfinden, wofür ich ein Verständnis habe, und sich dann auf diese einfachen Reflexe zurückziehen, die da oben müssen mal. Deswegen bin ich auch, ich will es nochmal ausdrücklich sagen, dankbar für diese Veranstaltung, wo man genau sowas noch, ich sag mal, diskutieren kann und noch die Chance hat, im Austausch dazuzulernen, weil einfach ist es tatsächlich nicht und wird es nicht. Darf ich einmal? Herr Gaul noch, ja. Einmal nur ganz kurz, wo ich genickt habe, weil Sie das ja gesagt haben, auf jeden Fall zutiefst empfinde ich das auch, was die Fragen der Grundwerte anbelangt, der gesellschaftlichen Spaltung, die Sie angerissen haben, finde ich, ist eins der wichtigen Themen, und wo man wirklich ratlos sich anguckt und denkt, was kann man an der Stelle machen. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das zweite, Regierung setzt sich aus Regierungsmitgliedern zusammen und das sind nicht nur zwei oder drei, das sind ein paar mehr. Ich habe ja das Glück, für eine Ministerin zu arbeiten oder mit ihr, die sofort eine Position bezogen hat. Ich bin seit Dezember 2014 hier im Land. Zwei Wochen später hat Frau Dr. Stange die Vertreter unserer Einrichtung, für die wir zuständig sind, das sind die Hochschulen, die das sicherlich bestätigen können, das sind die Kultureinrichtungen, eingeladen und hat gesagt, Politik ist in diesem Augenblick, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner. Ich unterstütze aber alles, was ich tun kann, damit wir Zeichen setzen. Und wenn Sie sich die Kultureinrichtungen und die Hochschuleinrichtungen allein hier draußen auch, hängt sofort ein Transparent für ein weltoffenes Sachsen und für Toleranz. Also sie hat da eindeutig Zeichen gesetzt und sie nimmt sich nie zurück, um dort eine Position zu beziehen. Das sind auf jeden Fall meine Erfahrungen. Frau Köpping wurde angesprochen, die das ja Kraftamtes tut, aber auch die anderen. Also es ist in dieser pauschalen Aussage sicherlich nicht richtig. Manchmal wünscht man sich das mehr, die Regierung setzt sich dann aus wenigen Mitgliedern zusammen, die aber wirklich an vielen Stellen unterwegs sind. Und für Einzel kann ich es auf jeden Fall eindeutig belegen, weil ich auch manchmal dabei bin. Gibt es andere Fragen aus dem Publikum? Da vorne meldet sich jemand. Ja, wir nehmen Sie dran, genau. Sie kriegen ein Mikro, kleinen Moment. Eichler, Universität Leipzig. Ich habe eine kurze, konkrete Frage. Bei einem der letzten Diskurse
kam auch das Thema auf, um also Aktivitäten zu unterstützen, Studierende, auch ehrenamtlich, dass das ja in Räumen stattfinden muss, insbesondere jetzt auch im Winter, um auch den Deutschkursen im Prinzip Übungsmöglichkeiten zu geben oder andere gesellschaftliche Aktivitäten. Und da sind wir, glaube ich, nicht weitergekommen, universitäre Räume für solche Aktivitäten der Studierenden oder anderer Mitarbeiter zu benutzen. Gibt es da inzwischen schon neue Erkenntnisse oder Überlegungen? Herr Gaul? Wir hatten die Frage, ich weiß, dass wir die in der medizinischen Fakultät, da waren Sie auch dabei, tauchte die Frage auf, können wir unsere Einrichtungen und die Räumlichkeiten nutzen, um diese Aktivitäten? Aus unserer Sicht spricht nichts dagegen. Die Hochschule hat ja selbst den Zugriff auf die Räume und wir würden da auf jeden Fall das unterstützen. Hier vorne gibt es zwei Meldungen. Ganz kurz, ich hätte auch dem widersprochen. Also es ist natürlich möglich, die Räume der Universitäten zu benutzen. Die Einrichtungen haben selbst die Entscheidung darüber zu treffen, ob oder ob nicht sie das im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun können. Ich kann das jetzt nicht so bestätigen. Herr Adler vom Stura, wollten Sie noch was ergänzen? Ja, und zwar war ich mal auf einer Podiumsdiskussion, wo genau dieselbe Frage gestellt wurde, wie sieht das jetzt aus? Kann man jetzt einfach so Räumlichkeiten bekommen für gewisse Sprachkurse? Und wir haben auch gesagt, klar, es besteht die Möglichkeit, wenn sich Studierende entschließen, sowas zu machen. Man kann bei uns einen AG-Antrag stellen und über diesen AG-Antrag sind sie so ein Teil des Sturas und somit stehen auch die Räume kostenlos zur Verfügung. Ist kein Problem. Ja, es müssten halt dann auch diese Anfragen kommen, aber es ist halt auch sehr wichtig, das muss dazu gesagt werden, dass die Räume auch in der Nähe der Unterkünfte sind, weil es bringt jetzt nichts, wenn sie zentralisiert an irgendeiner Uni, jetzt hier an der Uni Leipzig sind, im Stadtzentrum, da gibt es schon wieder das Mobilitätsproblem, wie kommen die Leute dorthin, denen man letztendlich dieses Angebot machen will und genau diese Fragen müssen halt dann auch noch auch mal mit der LVB etc. dann auch einfach geklärt werden, aber das ist eine Debatte, da weiß ich, da findet die statt und da hoffe ich wirklich auch auf einen positiven Ausgang. Einmal vorne, ja. Thomas Lenk, wir haben im letzten Jahr 21 Milliarden Haushaltsüberschuss in Deutschland gehabt, über alle Institutionen hinweg. Und die Politik ist ja immer wieder gefragt, wenn sie Haushaltspläne aufstellt. Wir haben auch in Sachsen Haushaltsüberschuss. Können wir uns streiten, wie groß der ist an der Stelle, mache ich gerne mit, aber wie auch immer. Wir sind jetzt dran, den nächsten Doppelhaushalt im Prinzip vorzubereiten. Spätestens dafür müsste man ja überlegen. Und heute sind viele Punkte angesprochen worden. Das eine heißt, was geschieht nach der Erstaufnahme? Wie geht es dann in den untergeordneten Institutionen, sprich bei den Kommunen weiter? Was wird da getan? Was wird eingeplant, damit hier die Übergabe praktisch geschieht? Wir tun jetzt immer meistens so, die Erstaufnahme kriegen wir jetzt langsam im Griff. Aber was passiert, wenn es weitergeht? Was passiert bei der Haushaltsaufstellung in puncto Sprachausbildung? Also als Hochschulvertreter muss man natürlich den Punkt auch ansprechen. Aber was passiert auch tatsächlich mit anderen Dingen? Also wir haben doch, also ich sage es mal für mich, ich habe bei der Krise jetzt, also für mich ist es eine Krisensituation, durchaus gelernt, dass wir in früheren Jahren an vielen Punkten vielleicht etwas zu viel gespart haben und wir jetzt eben nicht die Kapazitäten, ob das im Innenministerium ist, bei der Polizei ist oder auf der kommunalen Ebene, uns fehlen zum Teil Kapazitäten. Es ist alles relativ knapp. Will man da politisch etwas Vorsorge betreiben oder was wird da angedacht jetzt tatsächlich für die zukünftigen Haushalte? Das ist ein bisschen diffus gefragt, aber ich glaube, man kann politisch darauf antworten. Herr Fritsche, wollen Sie? Also ich glaube, wir waren heute schon mal an dem Punkt, dass wir auch festgestellt hatten, dass es sich schon um eine Ausnahmesituation gehandelt hat. Und es ist immer die Frage, sicher aus einer Retrospektive heraus wäre eine größere Vorsorge auch schon an diesem Punkt jetzt sicher hilfreich gewesen. Aber ich finde mal, die hypothetische Diskussion, die könnte man ja führen, was im Land los gewesen wäre, wenn wir im Januar 2014 20.000 Plätze in der Erstaufnahme mal geschaffen hätten, weil wir gesagt haben, da kommt vielleicht irgendwas. Also
das sind ganz schwierige Diskussionen, die wir jetzt aber auch nicht falsch verstanden werden in Bezug aufs Personal. Es gibt ja Personalentwicklungskommissionen auf Landesebene, die sie eben auch natürlich, die man sieht das ja, die stehen natürlich auch immer unter dem Eindruck aktueller Ereignisse. Also das ist, und da wird im Moment sehr intensiv diskutiert. Wir haben die Fachkommission zur Polizei, die mal schnell gesagt hat, wir haben einen Mehrbedarf von 1000 Stellen. Alles eben auch unter dem Eindruck aktueller Statistik und aktueller Ereignisse. Polizei heißt es, das wissen Sie besser als ich wahrscheinlich, Polizei, den haben Sie natürlich auch 30, 35 Jahre als Beamten an Bord. Und mit Blick auf eine Haushaltsausstattung, Politik kann nur ganz schwer, auch was das Fiskalische betrifft, über 30, 35 Jahre denken. Wenn es uns mal gelingt, für 5 bis 10 Jahre vorauszuplanen, ist das schon eine relativ große Leistung. Und sicher, und davon bin ich auch überzeugt, dieses Thema, also alles, was sich um das Thema Asyl und Integration rankt, wird in den Haushaltsverhandlungen eine große Rolle einnehmen, auch wenn es natürlich für uns mit extremen Unsicherheiten behaftet ist, weil wir eben auch noch nicht genau wissen, welches Geld vom Bund zurückfließt, wie teuer denn ganz konkret die Erstaufnahmeeinrichtungen, also die Dauererstaufnahmeeinrichtungen wären. Das sind ja meistens Neubauten oder sehr umfangreiche Sanierungen. Da haben Sie mal schnell nochmal 50 Millionen dastehen. Also das ist auch das, auch diese Haushaltsaufstellung wird mit großen Unsicherheiten behaftet sein. Aber ich habe so ein bisschen, es ist auch eine gewisse Sorge, dass die aktuelle Diskussion diese Haushaltsaufstellung doch sehr stark beeinflussen wird. Auch mit Wirkung, die wir dann 20, 25, 30 Jahre mit uns tragen werden. Herr Mann, noch ganz kurz und dann haben wir noch 2 Fragen aus dem Publikum. Okay. Ich versuche es kurz, also erstmal nochmal konkret zu dem Punkt Erstaufnahme, Landesverantwortung. Ich glaube, da wird das Land deutlich schlauer agieren als bisher. Wir wissen, dass wir derzeit Reserven haben und dass da schon die ersten fordern, die und die Turnhalle soll wieder freigezogen werden. Das wünsche ich der Uni sehr, aber eben weil man nicht so blauäugig sein will, also mal abseits davon, dass ich nicht das Mandat dafür habe, würde ich das jetzt noch nicht versprechen, denn ich glaube, man muss den Frühling und den Sommer abwarten und gucken, was dann wieder passiert an Wanderungsbewegung. Vielleicht haben wir aber trotzdem im Frühjahr eine Situation, wo man dann abgestimmt mit wirklich auch Kapazitäten eben sagen kann, hier können wir endlich so agieren, dass wir eben nicht mehr in Notsituationen kommen. An dem Stelle wird es sich deutlich verbessern und ansonsten für erste Ergebnisse haben wir auch noch nicht das Mandat, aber ist die Staatsregierung intensiv in Diskussionen, das Paket Asyl nochmal und Integration vor allen Dingen zu schnüren. Da werden wir definitiv Botschaften in den nächsten Monaten vernehmen können. Und alles andere ist dem freien Spiel der Kräfte in den Haushaltsverhandlungen des Sächsischen Landtags überlassen. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt schon wieder. Aber eins kann man auf jeden Fall sagen. Sie wissen ja vielleicht, der asylbedingte Mehrbedarf, der an Hochschulen entstanden ist und auch in anderen Einrichtungen, der ist für das Jahr 2015 refinanziert worden. Das ist ja auch schon eine Botschaft in die richtige Richtung, die Sie brauchen. Und insofern können Sie relativ sicher sein, dass das Thema ein Thema sein wird. Ja, mit der Bitte, ganz kurz zu machen, damit wir es noch schaffen. Ich wollte fragen, dass, wissen Sie, das dauert noch nicht lange, passiert so, dass schlimm alles in Frankreich. Was machen Sie dann, Politiker? Politiker mussten schon lange wach werden, reden mit Leuten. Pegida, Legida, Montag, jeden Montag. Und unser Bürgermeister, der organisiert Gegendemonstrationen. Gegendemonstration, das ist Gegendemonstration, ja, und das wird noch schlimm. Was werden Sie machen, wenn von 100% Flüchtlinge mindestens 70%, das ist, wie sagt man, überhaupt nicht Flüchtlinge, die kommen... Wann ich kann bezahlen für illegale Einreise 10.000 bis 6.000, ja, da kann ich auch dort leben. Man muss doch ein bisschen korrigieren und Gesetze ändern, wenn das möglich ist. Das ist doch unmöglich, die Gesetze. Ja? Und was machen Sie, wenn das Referendum in England passiert und dann einige andere Länder, dann von Europa bleibt gar nichts übrig. Das müssen Sie denken, ja? Und ich bin nicht gegen Flüchtlinge oder was, war nicht damals gekommen. Ich musste mein Studium selbst bezahlen, Kindergarten, Kinderkrippe, alles, jede Bewegung selbst bezahlen.
Und heutige Zeit, ich bin als Dolmetscher, erlebe Paradies. Und das muss nicht sein. Solange 90.000 Kinder in Leipzig ohne Frühstück geht zur Schule oder Obdachlose, das muss geändert werden. Und Politiker muss reden mit Menschen. Diskussionen, bei solchen Diskussionen musste bei euch auch Bürgermeister sitzen, Antwort stehen und so weiter. Ja, ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Wollen Sie noch eine finale Frage stellen? Moment, Staatssekretär. Sie haben jetzt Frau Stange angesprochen. Gut geredet. Aber bei einem Ministerium, wo das in Leipzig Rektoren oder Rektor ein Jahr Zirkus läuft, also ich weiß nicht, was ist denn das für ein Ministerium? Dankeschön. Herr Mann, Sie wollten... Tut mir leid, ich beantworte das nur mit einem Satz, dass es Demokratie einfach ist, sie nie. So, damit ist es genau 9 Uhr und ich würde sagen, wir beenden es hier. Vielen Dank für die Beiträge und die letzten Worte hat wieder Frau Schücking. Direktorin Schücking, ja. Ja, ich möchte Ihnen auch heute Abend danken, dem Podium natürlich, unseren Podiumsgästen, teilweise auch von etwas weiter heute hierher gekommen sind, Ihnen fürs Zuhören, Mitdiskutieren. Hoffe, dass doch einiges vielleicht nicht nur geklärt, aber so im Sinne von einem Puzzle, zu dem weitere Teile dazukommen, hier vorangegangen ist. Wir werden die Donnerstagsdiskurse sicherlich fortführen. Wir werden noch überlegen, ob wir das, jetzt kommt ja dann die vorlesungsfreie Zeit und wie man heute beim Blick in den Saal sieht, sind sicher auch schon etliche Studierende mit der Prüfungszeit mehr als beschäftigt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es vielleicht bis zum Beginn des Sommersemesters jetzt etwas ziehen, bin aber auch gerne bereit, Anregungen aufzugreifen, werde auch mit dem Stura nochmal mich ins Gespräch begeben, damit wir dann für unsere nächste Runde eine nächste Facette, ein nächstes Thema haben, das uns weiterbringt, gemeinsam weiterbringt mit dieser Situation, die eine neue Situation ist und eine noch vor einem Jahr so nicht erwartete, dann auch gut umgehen zu können, jeder individuell und wir hier als Universität und Gesellschaft in Leipzig. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.